Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video habe ich mir 10 Dinge überlegt, die ihr zu Hause machen könnt, wenn ihr Langeweile habt. Deswegen los geht's. So, Leute, eine ziemlich schwere Zeit für alle. Ich hoffe, euch geht's natürlich gut. Ich habe mir jetzt aber einfach mal Gedanken gemacht und ich bin jetzt auch schon eine Woche zu Hause zusammen mit meiner Familie und einfach mal 10 Dinge rausgesucht, die man zu Hause jetzt gerade währenddessen machen kann und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Deswegen, los geht's. So, Freunde, Punkt Nummer 1, euren Kleiderschrank. Ich stehe jetzt hier gerade auch symbolisch vor meinem Kleiderschrank und ich mache das immer wieder, euren Kleiderschrank ausmisten. Aufräumen natürlich, ihr könnt ja noch aufräumen, schauen. Die Sachen liegen unordentlich, einfach mal falten. Also generell einfach Ordnung mit reinbringen. Die Sachen, die ihr ausgemistet habt, könnt ihr einfach mal spenden. Das haben wir zuletzt auch gemacht. Ich hatte jetzt 2 Säcke an Klamotten, die ich zum Beispiel nicht mehr getragen habe. Die haben wir einfach mal familiär in die Ukraine geschickt. Ich denke, da werden die ganz gut Verwendung finden. Wenn ihr sowas nicht habt, gebt das einfach in Asylheim ab oder im Kinderheim oder in die Kleiderspende. Wobei in der Kleiderspende müsst ihr auch aufpassen, die Sachen werden teilweise einfach nur geschreddert und dann zu Putzlappen verarbeitet. Dann lieber dann persönlich irgendwo abgeben, wo die Sachen auch wirklich gut genutzt werden können und auch noch getragen werden. Denn nicht alles, was, ich sag mal, leichte Gebrauchsspuren hat, ist ja schlecht. Dementsprechend Punkt Nummer 1 auf jeden Fall, räumt euren Kleiderschrank auf. So, Leute, Punkt Nummer 2 wäre Videotelefonie. Sucht euch irgendjemand aus im Bekanntenkreis, ob es ein guter Freund ist, eure Eltern, eure Geschwister, egal wer oder Leute, zu denen ihr lange keinen Kontakt habt. Und gerade in diesen Zeiten einfach mal miteinander zu sprechen und vor allen Dingen jemanden dabei noch zu sehen, ist wirklich ein riesiger Vorteil, den man technologisch heutzutage hat. Seiten auf 10, glaube ich. Also nicht super, aber schon geil. Halbe Stunde gebraucht, Bruder. Und fresh, Alter. Richtig fresh, ey. Also ruft einfach mal jemand an, sodass ihr ein bisschen miteinander austauscht, quatscht über alles Mögliche. Und wenn das euch nur ein bisschen ablenkt, ist auf jeden Fall ein cooles Ding, was man heutzutage echt easy machen kann. Und gerade jetzt, wo man ein bisschen Zeit hat, einfach mal jemanden anzurufen, ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. So, Freunde, Punkt Nummer 3 sind unerledigte Dinge im Haushalt. Dinge, die ihr schon länger vor euch hergeschoben habt im Alltag, die ihr sagt, das mache ich später, das mache ich nächste Wochenende etc. Auch ich muss mir an die eigene Nase packen. Hier zum Beispiel seht ihr das beste Beispiel. Die Abschlussleisten unserer Küche habe ich leider immer noch nicht angebracht. Und das werde ich mir auf jeden Fall die Tage für Zeit nehmen. Definitiv in diesen Zeiten, wo man viel zu Hause ist, das Ganze erledigen. So Kleinigkeiten wirklich, die ihr schon ewig vor euch herschiebt. Nehmt euch die Zeit, macht das. Was machen Sachen? Dann habt das aus dem Kopf und dementsprechend ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, seine Zeit mal nutzvoll zu nutzen. So, Leute, Punkt Nummer 4. Kocht euch einfach mal was Leckeres. Ob das jetzt für euch selber ist oder eure Familie, mit der ihr zusammen wohnt, einfach mal sich selber zu belohnen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Ob es jetzt ein Rezept ist, was ihr irgendwann mal euch rausgesucht habt oder aufgeschrieben habt oder fotografiert habt. Oder ich sag mal, einfach was, was ihr schon lange nicht mehr gegessen habt, weil ihr das im Alltag einfach nicht, ich sag mal, zeittechnisch hinbekommt. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köfterspieß, weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Kolbstraße. Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Kocht euch mal was Leckeres, belohnt euch selber, belohnt eure Familie. Und ich sag mal, das kann ja auch ein schönes Zusammensein sein, wenn man dann wieder schön zusammen am Esstisch sitzt und zusammen was isst oder, ich sag mal, für sich selber belohnt. Ist auf jeden Fall ein Kochen eine gute Möglichkeit, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. So, Freunde, Punkt Nummer 5. Macht einfach mal eure Wohnung sauber. Ein vernünftiger Frühjahrsputz wäre auf jeden Fall eine gute Variante, seine Zeit zu nutzen. Ihr habt jetzt Zeit, macht einfach mal überall klar Schiff, mistet aus, nicht nur den Kleiderschrank, sondern generell. Es gibt in der Wohnung immer wieder Dinge, die rumliegen, die ihr wirklich nicht mehr braucht. Mistet aus, sodass ihr dementsprechend alles fürs Frühjahr auf klar Schiff habt. Und diesen berühmt-berüchtigten Frühjahrsputz wäre auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das könnt ihr jetzt gerade auch zu Hause gut erledigen. So, Leute, Punkt Nummer 6. Einfach mal ein gutes Buch lesen. Nehmt euch die Zeit. Bücher, ich sag mal, es gibt viele Leute, die Bücher zu Hause haben, die ihr euch immer mal vornehmen wolltet, komplett durchzulesen. Und gerade jetzt ist auch wirklich die Zeit dafür da. Ihr müsst nicht mal vorm Fernseher sitzen, ihr müsst nicht mal vorm Computer, ihr müsst nicht immer vorm Handy sitzen. Nehmt euch einfach ein gutes Buch, lest das Buch komplett von A bis Z durch und dann habt ihr auch einfach mal einen schönen Moment für euch selber. So, Freunde, natürlich eins meiner Highlights, Punkt Nummer 7. Zockt einfach mal eine Runde mit euren Homies, alleine, ihr könnt verschiedene Sachen, könnt euch verabreden mit Freunden, einfach online, ein bisschen zu zocken, ein bisschen abzuschalten, das ist auf jeden Fall eine geile Variante, ihr könnt damit easy quatschen mit den Leuten, einfach über alle möglichen Themen und ich mache das eigentlich ganz gerne, also ich zocke ab und zu ganz gerne mit den Jungs.
Leute, beste Leben. Hier höre ich Musik, hier talk ich Fortnite. Beste Leben. Und dementsprechend zocken ist eine coole Variante, seine Zeit auf jeden Fall so ein bisschen zu nutzen. Natürlich nicht ganz so sinnvoll, aber es lenkt natürlich ab und macht Spaß. So, Freunde, Punkt Nummer 8, natürlich nicht so, aber macht mal ein richtig gutes Homeworkout. Es gibt verschiedene Videos auf YouTube. Sehr, sehr viele Leute haben, ich sag mal, Videos hochgeladen, wo ihr mit einem Körpergewicht oder mit ein paar Flaschen oder etc. mit verschiedensten Möglichkeiten ganz einfach zu Hause ein richtig, richtig gutes Homeworkout machen könnt. Und auf jeden Fall, so hält man sich auch ein bisschen fit. Homeworkout ist eine ideale Möglichkeit, sogar seine Zeit zu Hause zu nutzen. So, Freunde, wir sind fast am Ende angelangt und Punkt Nummer 9, Online-Shopping. Ihr habt nun mal Zeit, durchstöbert die Online-Shops. Ich meine, ihr könnt nicht in die Stadt gehen und ich sag mal, dieses typische Shopping-Samstag verbringen, einfach mal durch die Stadt zu schlendern. Warum sich nicht die Zeit nehmen, ein bisschen die Shops durchzuschauen, ob einem dem einen oder anderen was dabei gefällt. Natürlich alles im Rahmen. Man weiß nicht, wie sich das Ganze verhält. Gebt nicht zu viel Geld aus, aber die ein oder andere Kleinigkeit könnt ihr euch selber mal mit belohnen. Und dementsprechend, warum nicht? Einfach mal online shoppen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch das machen. So, Freunde, Punkt Nummer 10. Bisschen Fernsehen zu schauen, Netflix etc. Könnt ihr euch verschiedenste Sachen einfach ansehen. Einfach mal eine Serie durchgucken, so wie ihr Bock habt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, seine Zeit zu nutzen. Nicht ganz so sinnvoll, aber so könnt ihr auch euren Alltag verbringen. Natürlich ist das nicht die optimalste Weise, aber auch so, auch das könnt ihr machen. So, Leute, das sind die 10 Punkte, die ich für euch rausgesucht habe. Der wichtigste kommt natürlich zum Schluss und den habe ich auch nicht zu den 10 Punkten dazu gezählt. Ist einfach mal Social Media aus. Verbringt die Zeit mit eurer Familie, nehmt euch Zeit für eure Liebsten. Das ist eigentlich das Sinnvollste, was ihr überhaupt machen könnt. Euch mit eurer, ich sag mal, Frau, Kind, Eltern etc. beschäftigt einfach, redet miteinander, verbringt Zeit miteinander. Und das ist natürlich in so einer Zeit auf jeden Fall das Wichtigste, Zusammenhalt. Und dementsprechend, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.